Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und dem wachsamen Auge wird vielleicht nicht entgangen sein, dass ich jedes Mal, wenn ich hier sitze, das gleiche T-Shirt anhabe. Das liegt aber nicht daran, dass ich die Videos in kurzer Zeit aufgenommen habe, sondern einfach nur, dass ich nur das eine T-Shirt habe. Also spenden Sie jetzt und zögern Sie nicht. Nein, Spaß natürlich, aber Niantic Wayfarer, oder wie das heißt, jetzt muss ich selber erstmal nachgucken. Niantic Wayfarer ist in den Startlöchern. Wir in Deutschland können schon testen, die Beta-Version oder sonst was. Ich habe auf jeden Fall eine E-Mail bekommen. Eiverscharf, du wurdest ausgewählt und kannst jetzt Pokestops bewerten, Einreichungen ansehen. Man sieht die eigenen Einreichungen angeblich also auch, ob die noch offen sind, ob die abgelehnt wurden, ob die angenommen wurden. Und man kann andere Pokestops bewerten, damit das eben schneller geht. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Hab mir hier extra den Link abgespeichert. wayfarer.nianticlabs.com. Wenn ihr da drauf geht, müsst ihr ein Google-Konto auswählen. Natürlich am besten euer... Was ist denn? Natürlich am besten euer Hauptkonto, mit dem ihr sowieso alles macht. Ich natürlich auch und mit dem ich hier die E-Mail auch bekommen habe. Und jetzt habt ihr hier, müsst ihr im Prinzip so einen kleinen Test absolvieren. Hieß es, damit ihr den Test absolviert und euch bewertungswürdig erweist, könnt ihr echte Pokestops bewerten, die dann auch zugelassen werden und so weiter. Dieser Wayspot ist ein neues, schönes Beispiel für ein kulturelles oder historisches Denkmal, das für alle leicht zugänglich ist. Barfoot, Unnamed Road in Herzogenaurach, Germany. Bewertung beginnen. Das sieht für mich aber, weiß ich nicht, was soll das denn sein? Da könnte man auch einfach denken, das ist irgendwie so dahingelegt auf einem Teppich und ist irgendwo zu Hause. Das kann ich auf jeden Fall nicht klar erkennen. Für mich ist das nicht eindeutig, was das ist. Also davon lasse ich lieber mal die Finger. Wir gehen mal eins weiter. Ein neues schönes Beispiel für... Ach, das steht einfach oben überall. Wir haben hier einfach mal Adidas Ball, Olympiaring 1 in Herzogenaurach, Germany. Ist derselbe Ort. Aber Olympiaball, den sehen wir ja hier vor einem Stadion. Den wollen wir jetzt mal beginnen und mal schauen, was man da alles machen muss. Bevor du beginnen kannst, musst du einen Test absolvieren, der dir zeigt, wie du sicherstellen kannst, dass nur die sichersten und besten Wayspots ihren Weg in deine Lieblingsspiele finden. Sprache Deutsch. Training beginnen. Ja, das müssen wir uns jetzt nicht angucken. Nee, das müssen wir uns auch nicht durchlesen. Ah, das wissen wir doch alles. Wir sind doch schlau und gebildet. Was ist das? Nix. So. Sag mal. Es gibt keinen Fußgängerweg, der zum Standort des Vorschlags führt. Da, alles gut. Ja, wir überspringen das Tutorial mal. Wir gehen mal direkt ins kalte Wasser. Question 1 of 10. Fire Station 23. Ja, ist angegeben alles, keine Ahnung. Sollte Fire Station 23 ein Wayspot sein? Ja, es erfüllt die Kriterien für einen Ort mit einer interessanten Geschichte. Nein, Vorschläge für Rettungsdienste behindern, erfüllt die Wayspots-Kriterien nicht. Genau, wenn das also wirklich eine Feuerwehrzentrale ist, dann wird das auf jeden Fall abgelehnt. Wir könnten es auch anlehnen, aber dann sehen die ja, wir sind bekloppt. Also den nehmen wir nicht. Die Feuerwehr muss ja immer da rein und rauskommen, wenn es mal brennt. Ne? Wisst ihr Bescheid, also sowas auf jeden Fall nicht einreichen. Oh, hier kann man ja... Links und rechts, und das sind massig People am Start. Los Angeles Union Station. Was haben wir aber jetzt? Union Train Station. Das sieht auf jeden Fall genial aus. Train Station, it's a Bahnhof, würde ich mal sagen. Bahnhöfe sind ja eigentlich immer fast Arenen oder Pokestops. Innen drin sieht es auch interessant aus. Sollte Union Train Station ein Wayspot sein? Es erfüllt die Kriterien. Es ist ein öffentlicher Park, es ist eine Durchgangsstation. Nein, es hat keinen sicheren Zugang für Fußgänger. Nein, es ist kein interessanter Vorschlag. Also interessant ist es allemal. Ein Zugang für Fußgänger hat sowieso. Ich weiß jetzt leider nicht, ob das offen ist oder ob das Gebäude dann zumacht, weil wenn es in der Mitte vom Gebäude ist, aber na gut, so riesig wird das Gebäude auch nicht sein. Also... Durchgangsstation.
Ich nehme mal, es ist eine Durchgangsstation, weil meiner Meinung nach kann man da vorne rein und hinten raus, selbst wenn gerade kein Zug fährt, kann man da durchlaufen. Vielleicht ist das 24 Stunden offen, so große Hallen, da haben vielleicht dann nur die Geschäfte zu, aber in größeren Gebieten ist das ja so, hier leider nicht. Hier besteht der Bahnhof aus nichts, wenn man überhaupt mal einen hat. Dalit Market Chaw, das ist auf jeden Fall ein cooles, eine Skulptur, ein Gebilde mitten im Park. Das verstehe ich nicht. Das sieht also richtig genial und dann hier auf der Straße, also da scheint der Standort wahrscheinlich komplett falsch zu sein. Da habe ich gar nicht drauf geachtet bei den ersten beiden, ob das überhaupt passt. Ja, ist es ein total bekannter Ort oder eine abenteuerliche Touristenattraktion? Nein, es ist kein interessanter Vorschlag für einen Wayspot. Ich tippe mal auf Nein, weil das mit dem GPS finde ich komisch. Obwohl, Google Maps ansehen, kann man da auch noch drauf drücken. Ja, das ist ja dasselbe. Aber ich sehe hier trotzdem, wenn das mitten auf der Straße ist, ist das doch... Naja, ich sage trotzdem mal Nein und hoffe, dass auf den ersten Sachen da nicht dasselbe war. Face Invertidas. So eine besprayte Wand, ja, sieht auch gut aus, kann man mal mitnehmen. Ihr seht, die ist auch wirklich auf der Straße. Da ist ein Bürgersteig, da kann man langlaufen. Spricht eigentlich, glaube ich, nichts dagegen. Würde ich mal durchgehen lassen, erfüllt die Kriterien, keinen Zugang für Fußgänger, naja, doch. Obwohl, wenn die von der anderen Seite kommen, muss man das etwa auch beachten. Falls die von der anderen Seite kommen, obwohl das ist ja jetzt keine Hauptstraße, ist das eine Einbahnstraße, da parken Autos, vielleicht ist es auch ein Falschparker. Bruder, was machst du da? Ich denke mal, das ist eh keine Hauptstraße, da brauchst du jetzt nicht alle 2 Meter einen Zebrastreifen. Ist ein Kunstwerk, fertig, hoffentlich, im Endeffekt falle ich durch. Genau so machen wir das. Viewpoint Lungern. So. Da haben wir also einen Aussichtspunkt. Willkommen in Lungern. Da kann man schauen und sieht, es sind Tafeln aufgebaut. Hier habt ihr das dann noch drauf. Das sieht mir aber schon wieder komisch aus. Ein Naturdenkmal. Natur darf ja eigentlich nicht sein. Ich finde es schon komisch, weil man steht hier und guckt in den Wald, aber... Ist da eine Straße dabei? Guckt man über diese Straße? Kann man sich das angucken? Satellit? Karte? Gelände? Mhm. Mhm. An sich ist es... Es ist ja eigentlich eine Infotafel. Eine Infotafel? Aber eine Infotafel, die trotzdem... Ein von Menschen erschaffenes, interessantes Detail. Schild? Ja gut, es ist ja... Mensch, das stand ja nicht von Natur aus da, Menschen haben das ja hingestellt, ach, ich mach einfach mal, ja, weil haben die Menschen gemacht, fertig, und so kann man sich die Natur angucken. Central Valley Fire Company, das ist schon wieder eine Feuerwehr. Aha, es könnte den Betrieb stören, es stört den Betrieb, also nein, nehmen wir mal, gut. 7 von 10. Orca-themed Bass-Mural, Alter. Was ist auch immer, ich müsste Mural mal googeln. Ich kenne das immer noch nicht, was das eigentlich heißt. Auf jeden Fall die Bushaltestelle angemalt. Da ist auch links, rechts, kann man schön daneben, ist Platz. Also das sieht eigentlich gut aus. Bei einer Bushaltestelle, da muss man eh hinkommen. Und das auch bemalt, würde ich nehmen. Ein Stern, du bist dir beim Standort nicht sicher. 5 Sterne, die Markierung befindet sich auf oder in einem Umkreis von ein paar Metern des Objekts. Na, es befindet sich direkt drauf. Also wenn das so... Ja, nehmen wir mal 5 Sterne. So, super. Geht so also weiter. Sadrets Namessa. Das sieht ja aus wie bei uns oben. Wir haben auch so einen Schachtisch mitten im Wald. Ach, muss ich den jetzt verschieben? Hm? Na warte, was hat der jetzt, der Dingsbum, sonst was? Die
Genauigkeit des Standortes. Die Markierung befindet sich auf oder in einem Umkreis. Vorschlag kann nicht auf Karten gefunden werden, können aber am Standort existieren. Du bist ja beim Standort nicht sicher. Da unten ist ja ein... Ah, jetzt sehe ich überhaupt nichts mehr. Also das macht mich jetzt komplett wirre. Sieht man denn da was? Was ist mit der... Ah, ich will doch nur da rein. Ihr habt ja auf jeden Fall einen Weg. Einen Weg, wo das draufsteht. Hier sehe ich die ganze Zeit nur grün. Kann man das denn nicht nach oben oder unten? Komm doch mal her. Ich bin zu blöd, das Ding zu ziehen. Hier sehe ich keinen Weg, weil ich dann nur Bäume sehe. Obwohl, die sehen in der Mitte ein bisschen dörr aus. So wie das, was da daneben steht. Aber meine Hand für ins Feuer legen würde ich jetzt nicht. Was haben wir hier? Hier ist was. Das ist wieder was anderes, glaube ich, hoffe ich. Auf jeden Fall, das kann es nicht sein, obwohl da ein Fotosymbol ist. Also, ich bin mir beim Standort nicht sicher, nehme ich mal. Will ja nichts Falsches machen. Fuente Plaza Mojuya? Mojuya? Oh, Mojuya. Das ist ein Springbrunnen, mitten in the city. Haben wir hier. Ist auch da. Das sind natürlich, das sind viele Blumenbeete drumherum. Das ist eigentlich eine Verkehrsinsel, aber da kann man ja, kommt man ja drauf, kommt man ja rüber, kommt man ja hin. Da ist ja nicht unmittelbar die Straße davor. Da ist ja auch hier, sind so bestimmte Wege und alles und bla bla bla. Erfüllt Kriterien. Nein, uninteressant. Doch, das sieht gut aus. Das nehmen wir mal durch. 10 von 10. Schon wieder das. Immer noch mit der Bushalte. Es ist nicht dauerhaft. Na doch, ich werde schon... Hä, bin ich jetzt dumm oder was? Orca-Themes Busmural. War das bei dem anderen Bild auch so? Dass oben das anders aussieht als unten? Das oben, das ist ja so richtig bunt mit Städten und unten, das ist links und rechts so zweifarbig in dem Sinne. Ach, das ist bestimmt die Außenwand, also hinten an der Außenwand ist es ist ein Wal. Und an der Innenwand ist das andere Zeug. Also dauerhaft würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass das sich von alleine wechselt oder dass das jetzt gleich abgerissen wird. Die Leute stehen ja auf sowas. Also, tolles Kunstwerk. Boom. Jetzt bin ich mal gespannt. Du hast den Trainingstest erfolgreich abgeschlossen. Du kannst jetzt Niantic Wayfarer verwenden. Boom. Wollen wir gleich mal beginnen. Wir gucken nur kurz mal hier rein. Ob das wirklich so ist, dass ich hier an der Seite Vorschläge, Profil, Hilfe, Einstellung, Bewertung, Showcase. Jetzt sind wir bei Showcase. Bewertung. Was zeigt uns das noch an? So, naja, da kann man die Sachen bewerten. Ja, ich will aber gucken. Vorschläge, sind das jetzt meine, die ich getätigt habe? Genau! Warum? Brunnen im Stadtpark. In Kue. Ist auf jeden Fall noch offen. In Bearbeitung soll das wahrscheinlich heißen. Was ist das? In Quä, Alter. Historische Bank nicht akzeptiert. Warum? In so vielen großen amerikanischen Stadtparks gibt es Bänke mit so Namensschildern, wo Namen draufstehen mit Jahreszahlen, wann die Bank errichtet wurde und für wen, weil das immer irgendwie bedeutende Personen sind und das in Hildburghausen, da ist ein Pärchen drauf, das viel für die Stadt geleistet hat, was dann von irgendwo hergezogen ist in die Stadt und zu Ehren denen wurde diese Bank aufgestellt, finanziert, mit dem Kärtchen versehen. Ich habe das dann eingereicht. Letztens habe ich sogar gesehen, war das total zugesprüht mit einem Graffiti, dann war die Bank weg. Jetzt steht die Bank wieder da, wieder sauber, wurde also gereinigt. Ist nicht akzeptiert, obwohl die Bank ja eigentlich immer da steht und obwohl es Namen sind, die historisch irgendwo auftauchen. Stolpersteine Friedmann, seht ihr, ist auf jeden Fall akzeptiert, ging durch. Das ist ja auch mein Homespot, den ich dann hatte. Brunnen im Stadtpark ist noch offen. Ach so, accepted. Die Steinkugel, hui, die ist ja genial, da habe ich mich gefreut. In Voting, sieht gut aus. Also, ja, dann ist In Voting ja wieder was anderes als... In Quay, also, na gut, In Quay ist bestimmt offen, In Voting, dass da jemand das bewertet hat und es jetzt entweder durchgeht oder nicht. Dann nochmal Stolpersteine Friedmann, da hatte ich nämlich das Problem,
weil ewig nichts kam, habe ich gedacht, das wurde abgelehnt und habe das einfach nochmal eingereicht. So, Stadtsanierung. Stadtsanierung ist akzeptiert, ich raste aus. Kann man da drauf drücken? Sieht man das nochmal groß? Hoffentlich nicht. Das ist auf jeden Fall auch hier um die Ecke. Ein hässlicher Gullideckel. Hat doch der André hat noch gesagt, ja, reich immer alles ein, guck doch mal, das ist verziert, da steht Stadtsanierung, kannst du dir reinziehen und so. Ist auch in der Nähe vom Markt alles mit dabei, also da wird hier noch, obwohl es angeblich voll ist, wird da wahrscheinlich noch einiges dazukommen. Obwohl, kann sein, dass das nur in Ingress dazukommt und nicht da. Ich muss mir nochmal die Vorschläge angucken, ob das eigentlich so schlau ist, die ganzen Vorschläge zu zeigen, die man gemacht hat. Gargoyle-Denkmal fand ich auch richtig genial, habe ich gedacht, wieso wird das nicht angenommen? Spielplatz an der Gartenanlage haben wir noch. Lions North Insektenhotel. Habe ich auch verschiedene Insektenhotels im Stadtpark. Oh, der Adi spült schon wieder die blöde Toilettenspülung. Adi! Du sollst nicht immer das Klo spülen. Oh. So, da habe ich auch verschiedene Insektenhotels gesehen im Stadtpark. Habe das extra schön beschriftet. Lions North, Insektenhotel, gesponsert, hin und her, sonst was. Die Namen dazu, die Beschriftungen. Kam nichts bei rum. Und dann sehe ich oben an der neuen Arena, kurz dahinter, entsteht ein Stop, wo einfach nur steht Insektenhotel. Das war's. Nicht mal eine Beschreibung, gar nichts. Aber das geht natürlich durch. Meine gehen nicht durch. In Voting, in Que, Insektenhotel hier, ist da noch eins. Also verschiedene Sachen sind da. Zwei sind durchgegangen. Muss ich mal schauen, ob dann hier draußen noch was entsteht. Ist auf jeden Fall interessant. Profil haben wir noch da. Hilfe, Einstellungen. Oh, Wayfinder-Bewertung. Ist natürlich in der Mitte zum Glück. Bewertete Vorschläge, akzeptierte Wayspots, abgelehnte Vorschläge, verfügbare Upgrades. Eingelöste Upgrades. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr auch mitmachen könnt bei Wayfarer oder ob das wirklich nur an ausgewählte Personen gegangen ist und ob ein paar Vorschläge von euch schon durchgegangen sind, die ihr gemacht habt, wie viele Sachen ihr schon jetzt bewertet habt, ob ihr das jetzt nutzen werdet. Ich bin auf jeden Fall gehypt, werde mir das angucken und der Adi, der rastet schon wieder aus, der ist schon wieder eine Klospülung, Alter. Adi! Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.